Guten Morgen. Aus aktuellem Anlass haben wir das Thema dieser Sternstunde kurzfristig geändert. Der Sieg des 70-jährigen Immobilienmilliardärs Donald Trump über die Demokratin Hillary Clinton ist nicht nur eine politische Sensation, sondern er bedeutet für viele Menschen, gerade in Europa, einen wahrhaften Schock, an den sich dunkelste Ängste und Befürchtungen binden. Wie ist Trumps Triumph zu begreifen? Was folgt daraus für die Zukunft der Demokratien? Stehen wir im Westen vor einer politischen Zeitenwende? Ernste Fragen für uns alle. Ich bin sehr froh, Sie heute mit meinen Gästen besprechen zu können. Der Politologin Patricia Nanz, dem Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht und dem Philosophen Volker Gerghardt. Herzlich willkommen. Frau Nanz, Sie sind wissenschaftliche Direktorin eines Instituts für Nachhaltigkeit und Demokratietransformation. Sie haben sich sehr viel mit Partizipation und Bürgerbeteiligung beschäftigt, ein Buch geschrieben, Die Konsultative, über Veränderungen in der Demokratie und angestrebte Veränderungen. In den letzten beiden Tagen nach der Wahl habe ich mit vielen Menschen meiner Generation gesprochen und die haben mir gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Angst. Angst um mein System, meine Demokratie, gar Angst vor einem Weltkrieg. Können Sie diese Angst verstehen oder haben Sie diese Angst vielleicht sogar selbst? Ich habe diese Angst nicht. Verstehen kann ich sie. Ich denke, es war wirklich ein schwarzer Mittwoch. Aber ich denke, wir sollten erstmal davor zurückschrecken, vorschnelle Analysen zu liefern und sozusagen auch Deutungen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, die vielleicht zu schnell sind. Und das ist auch zu früh für einen Abgesang des Westens. Ich denke, dass es unklar ist, was jetzt passieren wird. Trump könnte entweder den Reagan spielen und die Märkte für Hans-Merkel zeigen, dass sie in die Richtung sozusagen das annehmen. Oder aber es kommt zu größeren Ausschreitungen, wie die Demonstrationen in den amerikanischen Städten gezeigt haben. Und es kommt zu wahrhaften demokratischen Umbrüchen. Darin liegt aber auch eine Chance. Ich glaube, das politische System ist an seine Grenzen gekommen und auch das wirtschaftliche System. Und diese Umbrüche sind auch dazu da, sozusagen Neues zu entwickeln. Und ich glaube, dass es auch möglich ist. Allerdings müssen wir es aushalten, diese Offenheit aushalten, noch nicht zu wissen, wie das neue System aussehen soll. Und ich glaube, in dieser Situation befinden wir uns und Angst ist kein guter Ratgeber. Mhm. Frau Nanz, Herr Gumbrecht betont jetzt die Umbruchssituation und die Offenheit. Sie lehren seit fast 3 Jahrzehnten in Stanford als Literaturwissenschaftler, sind in Deutschland geboren. Seit 2000 sind Sie amerikanischer Staatsbürger. Wie sind Sie am Mittwoch nach der Wahl aufgewacht als Amerikaner mit dem Satz vielleicht, this is not America? Also ich war eigenartigerweise auf einem Flug von Washington nach Frankfurt. Und der Kapitän der Maschine sah man, als man in die Maschine reinkam, war Afroamerikaner und sagte, er würde vor der Landung in Frankfurt uns mitteilen, wie es stehe mit der Wahl. Und es kam keine Botschaft von dem Piloten. Und das war natürlich angesichts des Verhältnisses von Reagan zu den Afroamerikanern und umgekehrt ein sehr schlechtes Zeichen. Ich habe den Laptop nochmal angeworfen und sah, dass Hillary keine Chance mehr hatte. Und ich wollte mir eigentlich den Satz ins Gehirn hämmern, that cannot be true, weil ich nicht damit gerechnet hatte und merkte aber, dass ich auf einer vorbewussten Weise, wenn man das so formulieren kann, eigentlich damit gerechnet hatte. Also, dass es eine Dynamik gab, so kann man es vielleicht beschreiben, die es auf der Seite von Hillary Clinton nie gegeben hat, die zumindest das nicht wie eine Überraschung aussehen ließ. Also ich war weniger überrascht, als ich erwartet hätte. Mhm. Herr Gerghardt, Sie sind Seniorprofessor für Philosophie, für praktische Philosophie und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität. Sie haben sich gerade in den letzten Jahren intensiv mit Fragen der Öffentlichkeit und der Veränderung des öffentlichen Bewusstseins beschäftigt. Und Sie sind ein Kenner der Aufklärung. Aufklärung, das bedeutet doch nach Kant Auszug aus einer Unmündigkeit. Das bedeutet Volkswille, Souveränität. Ist für Sie diese Wahl ein Ausdruck eines souveränen, mündigen Volkswillens? Wir müssen es erst einmal so nehmen, wenn wir nicht die Demokratie mit ihren Mechanismen in Frage stellen wollen. Aber diesen Auszug, wie Sie sagen, aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit ist von Kant ja zunächst mal verwendet, um den Einzelnen anzusprechen. Der solle den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist, denke ich, ein Wahlspruch, der auch die amerikanische Verfassung betrifft. One man, one vote ist ja genau dieser Punkt, wo man davon ausgeht, dass jeder für sich aufgeklärt ist und seine eigene Entscheidung trifft. Und das muss man heute natürlich selbstverständlich auch auf die Frauen übertragen.
Aber wenn man von dieser Position der Aufklärung ausgeht, dann denke ich, muss man sehen, dass das eine zu enge Fassung ist. Wir müssen sehen, dass der Einzelne auch eingebunden ist in einen systematischen Zusammenhang und dass er sich auch so versteht. Und da hat sich natürlich inzwischen außerordentlich viel verändert. Es geht um die Voraussetzungen dafür, dass jeder auch tatsächlich sich seines eigenen Verstandes bedienen kann. Und es geht um vielfältige, Sie haben das gerade angesprochen, Kommunikationsbedingungen, die diese Selbstständigkeit im eigenen Urteil auch tatsächlich fördert. Und da habe ich den Eindruck, gibt es uns viel zu nachdenken. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass wir nicht vorschnell urteilen und keine vorschnellen, angstmahnenden Schlussfolgerungen ziehen. Aber es gibt doch gewaltige Aufgaben nach dieser Entscheidung. Bleiben wir mal bei dem One Man, One Vote. Man könnte sagen, in der Politik geht es auch aus Kandidatensicht um Personalisierung, um Vernunft in diesem Kandidaten. Das war nun ein Kandidat, der mit allen Vernunftsregeln ganz bewusst gebrochen hat. Und es war ein Kandidat, der eine paradoxe Identifizierung mit seiner Wählerschaft hatte. Er hat eine deklassierte, weise Wählerschaft angesprochen, als ein sehr gut erzogener Millionärssohn und Milliardär. Wie funktioniert so eine Identifizierung von armen, deklassierten Menschen mit einem anderen Menschen, der ihnen helfen soll, der gar nichts mit ihrer Lebenswelt zu tun hat? Frau Nanz. Naja, er hat es geschafft, die weiße Arbeiterklasse hinter sich zu bringen. Und man könnte ja sagen, normalerweise gab es einen Klassenkampf, der auch davon profitierte, dass man eben Menschen gewählt hat, die ihre Interessen durchgesetzt hat. So war die Idee auch. Und auch sozusagen deskriptiv vielleicht sie repräsentiert hat. Das hat er bestimmt nicht, weil er selber nicht aus der Arbeiterklasse stammt. Und auch sicherlich sozusagen durch sein Verhalten ja auch nicht gerade gezeigt hat, dass er durch Steuerhinterziehung und indem er sozusagen seine eigenen Mitarbeiter wenig entlohnt etc. Hoffnung machen konnte, genau diese Sorgen, die ökonomischen Sorgen, vielleicht in den Griff zu bekommen. Insofern hat eine Verschiebung stattgefunden, denke ich, von sowas wie einen Klassenkampf auf und ökonomische Ungleichheit auf eine Abwehr des Fremden, eine identitäre Politik, die nicht nur ökonomisch ist. Und Didier Eribon, ein Soziologe aus Frankreich, hat das eine politische Notwehr genannt, weil es sozusagen auch ein Kurzschluss ist. Und man muss erstmal verstehen, warum diese Globalisierungsängste sich ummünzen in Homogenitätsvorstellungen und Angst vor dem Fremden, Angst vor der Welt draußen. Ich denke, es hat auch was mit Zeitregimen zu tun. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, später mit dem Zeitregime. Aber Sie haben jetzt zwei Stichworte genannt. Klassenkampf, Globalisierung. Das sind Begriffe, die in der europäischen Vokabular in der Politik eine große Rolle spielen. In Amerika doch eigentlich gar nicht so, Herr Gumbrecht, ich habe mir gerade überlegt, als Sie redeten, es gibt natürlich Intellektuelle in Amerika, die das Wort Klassenkampf verwenden. Und ich habe gerade ein Marx-Seminar gemacht, verwendet man das Wort Klassenkampf. Hat es in der Geschichte der USA je eine Situation gegeben, die man im Ernst und nicht nur in einem allzu weiten Sinn Klassenkampf nennen könnte? Ich denke eigentlich nicht. Es hat natürlich also Kämpfe, Spannungen, Auseinandersetzungen zwischen bestimmten ethnischen Gruppen, zwischen bestimmten Minorities gegeben, aber eine Konfrontation dessen, was Marx das Kapital genannt hat, mit der Arbeiterklasse, denke ich, hat es im Sinn der europäischen Tradition nach meinem Wissen so nie gegeben. Man kann natürlich immer soziale Spannungen so interpretieren. Die Frage, Herr Eilenberger, wie es kommen kann, dass sich Leute, die wirtschaftlich in einer Situation sind, die so prekär ist, dass man sich das in Europa, im Europa des Wohlfahrtsstaats kaum vorstellen kann, sich mit jemandem wie Trump identifizieren, ist, glaube ich, für Amerika leicht zu beantworten. Weil man, und das ist Teil eines American Dreams, der noch am Leben ist, weil man glaubt, dass man vielleicht morgen auch ein Milliardär ist. Ja? Weil man an Schicksalswenden glaubt, weil man sich auch in einer Situation, die prekär ist, wo man nicht weiß, ob man am nächsten Tag etwas zu essen hat. Es könnte aber auch sein, dass man am nächsten Tag plötzlich das große Glück macht. Ja? Also ich habe das während des Wahlkampfs nie als eine besondere Überraschung erlebt, dass sich diese deklassierte Klasse, diese deklassierten sozialen Gruppen gerade mit Trump identifizieren. Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt eher umgekehrt. Mir scheint das typisch zu sein. Das ist nicht spezifisch amerikanisch. Bei Berlusconi war es genauso. Ja, ja.
Aber es ist natürlich auch so, wir sollten uns nicht nur, und das ergeben ja auch die Wahlanalysen jetzt, auf die weißen Deklassierten, sehr viele College-Educated, sehr viele Mittel- und auch gut Einkommen, Menschen mit gutem Einkommen haben Trump gewählt. Und 7 von 10 Trump-Wählern sagen, sie würden das Amerika der 1950er Jahre zu dem jetzigen bevorzugen. Für jemanden, der als Aufklärer in die Zukunft denkt und die Zukunft als Gestaltungsraum sieht, scheint es eine unglaubliche Sehnsucht nach einer Vergangenheit zu geben in diesen Wahlen. Nun, es ist ja so, dass die Veränderungen, die die Gesellschaften jetzt in den letzten 10, 20 Jahren durchmachen, eben ein sehr offenes Ende haben und auch von sehr vielen mit Sorge betrachtet werden und natürlich auch schon mit wirklich einschneidenden Folgen verbunden sind, was zum Beispiel die Arbeitskräftesituation, die Qualifikation für das, was jetzt gefordert ist, angeht. Und insofern hat sich in der Tat bereits viel verändert und es ist absehbar, dass sich noch sehr viel mehr verändert und, wie ich meine, auch verändern muss, um auf die neuen Lebensbedingungen einzugehen. Und da ist es natürlich schon verständlich, wenn man den Traum von einem früheren Leben, wo alles geordnet schien, wo alles eben einen Aufbruch versprach und es für Amerika, die nun wirklich anerkannte Weltmacht, besser ging, diesen Traum gerne noch weiter träumen möchte. Aber es war auch die 1950er Jahre in Amerika eine Zeit, in der die Schwarzen noch nicht wählen durften, in der die Frauen noch nicht emanzipiert waren, auch wirtschaftlich nicht, in der es eine kulturelle, starke, hegemoniale Stellung des weißen Mannes gab. Wird das alles auch zurückgewünscht im Moment? Ich glaube nicht, dass das Teil der Vorstellung ist. Also wenn man versuchen kann, sich vorzustellen, was sich solche Leute vorstellen. Ich würde unterstreichen, was Sie gesagt haben. Es sind nicht nur die Ärmsten, die sind es auch. Es sind generell Leute, die sich deklassiert fühlen. Das kann auch jemand sein, der einen Harvard-Abschluss hat und aus dem Harvard-Abschluss nicht das gemacht hat, was seine Familie und er erwartet haben. Ja, das wäre auch eine Art, deklassiert zu sein, auch wenn man $200,000 oder $250,000 im Jahr verdient. Also es ist die Frage sozusagen, dass sich Hoffnungen nicht erfüllt haben. Es ist richtig, was Sie sagen, dass das der Traum von einer historischen Epoche Amerikas ist, in der Schwarze nicht wählen konnten. Ich glaube aber nicht, dass die Exklusion der Schwarzen Teil dieses Traums ist. Ich glaube, dass diese deklassierte Bevölkerungsgruppe weniger rassistisch ist, als man in Europa immer so leichthin sagt. Das ist nicht Teil der Ideologie. Die mögen de facto sich so verhalten, aber ich glaube, das ist nicht Teil des Traums. Also wenn ich an die 50 Jahre, wenn ich mir die 50 Jahre vorstelle, die sich diese Leute vorstellen, und ich bin einer von den beiden hier am Tisch, die Erinnerungen an die 50er Jahre haben, dann sind das die 50er Jahre der Petticoats, der Milkshakes und der Zeit, das ist Thornton Wilder's Our Town, unsere kleine Stadt, ja, wo alle am Sonntagmorgen in die Kirche gehen und wo Scheidung zwar gesetzlich möglich ist, aber als Lebensform nicht möglich ist, wo jede Familie 3 oder 4 Kinder hat, wo das Leben ohne Druck eine Notwendigkeit hat. Ich höre sehr oft heute in den Vereinigten Staaten das Wort I need something to hold on to. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, die ja auch so Gewissheiten, aber Gewissheiten, die gar nicht versprochen werden müssen. Das war ein einfaches Leben. Ja? Und es war natürlich die ganz kurze Zeit in der Geschichte der USA, als die USA auf der einen Seite sich bewusst waren, eine Weltmacht zu sein und wo diese Weltmachtrolle außer durch die Ideologie der Sowjetunion im Westen nicht in Frage gestellt war und intern überhaupt nicht in Frage gestellt war. Frau Hans? Ja, ich würde Herrn Gumbrecht recht geben. Es war natürlich auch eine Welt, in der die Komplexität viel reduzierter war als heute. Genau. Dennoch denke ich, dass to make America great again, ich würde die Betonung auf das again legen, das heißt, es ist eine sehr große Rückwärtsgewandtheit auf die Vergangenheit bezogen. Und sicherlich, es geht nicht nur darum, dass Trump natürlich verkörpert hat, dass jeder, auch jemand aus dem White Trash, auch plötzlich Millionär sein könnte, sondern über Nacht, sondern auch, dass er ihnen gewisse Sicherheitsvorstellungen gegeben hat, die ansonsten nicht verfügbar sind, allerdings rückwärtsgewandt. Und die Frage ist, inwiefern wir die Imaginationsfähigkeit, die politische Einbruchskraft überhaupt wieder gewinnen, um alternative Zukunftsvorstellungen, die tragfähig sind, zu entwickeln.
Ich glaube, darum muss es gehen. Und das erfordert natürlich auch noch eine gewisse Offenheit und sozusagen eine gewisse Grundsicherheit, diese Offenheit überhaupt auszuhalten. Denn wir haben noch keine genaue Vorstellung, wie es in Zukunft laufen wird. Wir wissen nur, dass mehr vom selben nicht zielführend ist. Aber eine gesamtkulturelle Verunsicherung, können wir sagen, eine Komplexitätsreduktion durch einfache Lösungsangebote, das sehe ich alles. Aber wir können ja nicht übersehen, dass es stark rassistische, stark fremdenfeindliche, stark frauenfeindliche Töne in diesem Wahlkampf gab, von denen alle glaubten, jetzt ist Herr Trump als Kandidat erledigt, mitnichten. Sie scheinen ihn ins Amt getragen zu haben. Ich glaube, dass, also noch einmal, ich will jetzt nicht den Trump in irgendeiner Weise verteidigen. Ich glaube, dass diese Tabubrüche, die New York Times hat 20 Schwellen identifiziert und das kann ich nachvollziehen, wenn ich das lese, weil man dachte, jetzt hat er definitiv ins Fettnäpfchen getreten und ist kein Kandidat mehr. Und es jeweils gestärkt hervorgegangen. Ich denke, die Tabubrüche sind auch insgesamt inkohärent. Ja? Wenn es modisch gewesen wäre und not politically correct, hätte auch sozusagen, also vernacular English, also das Englisch der Schwarzen, sprechen können, wenn es ein Tabubruch gewesen wäre. Es ging um die Tabubrüche, es ging zu zeigen, ich lasse mich von der political correctness nicht einschüchtern. Es ging darum, nicht so zu reden, als sei man Teil der politischen Klasse. Ich glaube, dass der Rassismus nicht zentral war. Es gibt ein inkohärentes Thema, das finde ich signifikant. Es gab sehr starke Pro-Gay-Statements von Trump, wenn das gepasst hat, wenn er wusste, dass also im Publikum Gay-Couples und Homosexuals sind. Und es gab ganz starke Anti-Gay, also Homophobic-Statements. Und ich denke, das ist das Problem an Trump, dass Trump mit einer Rhetorik, die nur auf Resonanz abzielt, diese Inkohärenz ja vielleicht wahrnimmt, aber die Inkohärenz ist für ihn kein Problem. Und das Problem ist, dass es kein Problem für ihn ist. Aber das muss ja der Philosophen besonders besorgen, dass Inkohärenz programmatisch wird und dass damit auch Verlässlichkeit in der Ansprache verloren geht. Ja, natürlich. Also Konsequenz und Berechenbarkeit und darauf gegründet dann eben auch eine entsprechende Verantwortung im politischen Amt oder aber auch in dem, was man verspricht, sind essentielle Voraussetzungen. Und ich sehe, dass auch meine Gesprächspartner beobachten, dass alles dies im Wahlkampf nicht gegeben war und dass Trump nicht geschadet hat. Und ich denke, wir dürfen auch nicht sagen, weil eben bei seiner Gegenkandidatin eben die Identifikation mit etwas, das man leid war, eben so groß war und eben diese Identifikation abgelehnt wurde, dass man allein aus diesem Widerstand gegen das, was Hillary Clinton repräsentiert hat, den Erfolg von Trump nicht erklären kann. Ich kann nur sagen, dass wir jetzt nicht, wie sich das in den Kommentaren abzeichnet, davon ausgehen sollten. Wir dürften diejenigen, die dagegen gestimmt haben, was eigentlich von der Demokratie zu erwarten ist, jetzt nicht mehr belehren. Wir sollten ihnen nicht mehr moralisch kommen. Das kommt ja aus sehr vielen Kommentaren jetzt heraus, sondern es ist richtig, wir sollen nicht von oben herab urteilen. Wir sollten jetzt nicht die Besserwisser spielen, sondern uns um die Situation kümmern, in der sie sind und die sie dazu gebracht haben, so zu denken. Aber wir können nicht darauf verzichten, Aufklärung zu betreiben, auf die, wie wir meinen, das ist natürlich immer nur eine Vermutung und nie ein sicheres Wissen, auf die wahren Ursachen bestimmter Schwierigkeiten und zum Beispiel auch darauf, dass es diese Sicherheit, die es vielleicht in den 50er Jahren, ja auch nicht bei allen, aber bei einigen gegeben hat, dass es diese Sicherheit im Leben eigentlich nie gibt. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ein Philosoph mindestens in politischen Situationen haben sollte oder aber deutlich machen sollte, um klarzumachen, dass dies immer ein Wagnis ist, in einer offenen Gesellschaft zu leben und dabei es auch auf einen selbst ankommt, wie man damit umgeht. Damit will ich aber nicht davon absehen, dass die Bedingungen, die Rahmenbedingungen in einer Gesellschaft gelegt werden müssen. Und da, denke ich, hat es in Amerika an einigen gefehlt, sodass man durchaus Verständnis haben kann für die Lage vieler, die dieses System, wie Sie meinten, dann auch abgelehnt haben. Also noch als ein Kommentar, dass man schätzt, also die
die Trump-Wähler, 60 Millionen Trump-Wähler, 20 bis 25 Millionen sind Leute, die vorher nicht zu Wahlen gegangen sind und die in der einen oder anderen Weise sich für deklassiert halten. Und man muss wirklich sehen, es gibt ja auch einen Minority-Hype in den USA. Ja? Also jede kleinste Klasse, also if you permit my language, if you're Latino lesbian, you have a representative in Congress. Und es also gibt jemand, der sich um dich kümmert und deine Anliegen, ein Issue. Und diese Leute, denen es zum entweder tatsächlich objektiv schlecht geht oder die sich aus plausiblen Gründen für deklassiert halten, die haben keine Lobby. Ja? Die haben keine Lobby, weil es riskant ist, sich mit denen zu identifizieren, weil es riskant ist, die Bedürfnisse, die es gibt, dieser Leute zu artikulieren. Und das ist keine einfache Frage. Also was wir Intellektuellen zu sagen hätten, zu empfehlen hätten, das ist relativ klar. Aber wie man diese Gruppe erreichen kann, ohne nur auf Resonanz auszugehen, und wie man es schaffen kann, zu dieser Gruppe zu reden, ohne herablassend zu wirken, das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes strategisches Problem. Frau Lanz, da will ich gleich nachfragen. Man könnte ja sagen, es ist ein Anerkennungsproblem, könnte man philosophisch sagen. Diese Menschen fühlen sich nicht anerkannt. Genau. Wie findet man eine Sprache der Anerkennung, die einerseits aufklärend ist und andererseits nicht diese elitäre Belehrung verkörpert, gegen die ja große Allergien besteht offenbar? Also es ist zum Teil ein Problem der Sprache, sicherlich. Und ich glaube, das ist auch ein Elitenproblem, dass wir nicht die Sprache gefunden haben. Aber ich würde nochmal zurückgehen. Sicherlich sind es die Subjekte und es ist das Individuum, was sich natürlich diesen aufklärerischen sozusagen Mühen unterziehen muss. Aber gemeinsame, und ich glaube, darum geht es, gemeinsame Weltordnung, weil die Welt ist uns abhanden gekommen im Augenblick. Ja. Die können wir nur gemeinsam leisten. Die können wir nicht als Intellektuelle allein leisten. Der Schock, der mir in den Gliedern sozusagen noch steckt seit Mittwoch, ist der, dass keiner meiner Freunde bewusst, vorbewusst vielleicht schon, aber bewusst angenommen hat, wie auch die ganzen Umfragen, dass Trump gewinnen würde. Ja, ein einziger Freund, der übrigens ein sehr politischer Ingenieurswissenschaftler aus Portugal, hat es gesagt, alle anderen von meinen Freunden haben gesagt, das wird nicht passieren. Und das zeigt, dass wir selbst vielleicht in Echokammern uns befinden und unsere, sozusagen die Welt eher eine Vorstellung, ein Wille ist als eine Vorstellung und wir uns schon an der eigenen Nase packen müssen, ob wir denn wirklich sozusagen genau zugehört haben. Und nochmal zu der Frage der Anerkennung. Es geht auch um mehr als nur zuhören. Ich glaube, es geht wirklich darum, letztlich öffentliche Arenen wiederherzustellen, wo eben es nicht nur darum gehen muss, was auch schon ein guter Schritt wäre, Wertevorstellungen und sozusagen Wertekonflikte und unterschiedliche Wertvorstellungen überhaupt abzugleichen. Ich glaube, wir müssen erstmal ein Weltverständnis wieder gemeinsam herstellen. Das ist sozusagen fundamental als sowas wie eine Bedeutungskrise, die wir eigentlich haben. Ja? Mhm. Und dafür gibt es keine oder unzureichend öffentliche Räume. Es gibt allerdings schon auf der gesellschaftlichen Ebene, also sozusagen vor staatlichen Ebene, jedenfalls in Europa, aber sicherlich auch in den USA, ein Humus an Zusammenhängen, an Engagement, was wir jetzt gerade auch in der Flüchtlingskrise in Deutschland gesehen haben, was es zu nutzen gilt, was die Politik noch nicht geschafft hat zu übersetzen. Ja, so ein Engagement gibt es natürlich in den USA auch. Ja. Aber zum Beispiel in den USA, auch aus meiner eigenen Erfahrung dort, es gibt ja zum Beispiel etwas, was es in Europa so nicht mehr gibt, die Gemeinden. Die Kirchen als Begegnungsräume, als Diskussionsräume, als Räume der gegenseitigen Anerkennung über gewisse Differenzen hinweg und auch gerade diese kirchlichen, religiösen Gruppen mehrheitlich für Trump. Ja, es gibt das. Es gibt zum Beispiel auch, was man Neighborhood Ethics nennen würde. Ja? Also in Überflutungssituationen. Also Kalifornien, wo ich wohne, ist darauf nicht vorbereitet. Wenn es 3 Tage regnet, sind irgendwelche Basements überflutet. Und das ist nicht nur, dass die Leute sehr hilfreich sind und dann nicht diskriminieren, also jedem helfen wollen, sondern ich würde geradezu sagen, dass meine Landsleute diese Situationen lieben, diese dramatischen Situationen, wo man sich für andere engagieren kann. Da werden die Rubberboots angezogen und das macht also Spaß. Es gibt ein gewisses Potenzial. Die Frage ist, wie man diese Trump-Wähler erreichen kann, ohne von oben herab zu sprechen. Ich will ein Beispiel nennen. Das ist Silicon Valley. Ich rede von einem Restaurant, was auf eine Klientel von jungen Millionären aus war. Und dann habe ich den Besitzer gefragt, wenn mir das Restaurant gefällt, was ist eigentlich die Formel? Und dann hat er gesagt, wir möchten junge Millionäre anziehen, die gut essen wollen, ohne dass man sie belehrt, without being lectured. Ja? Also das ist sehr interessant,
das sind jetzt Leute, denen es ökonomisch enorm gut geht, die sich aber auch deklassiert fühlen. Ja, die gerade in der Nähe von Stanford nicht beständig, also der Sommelier erzählt denen keine langen Geschichten über die Familie des Weinproduzenten, sondern er serviert den guten Wein und wenn sie eine Frage haben, reagiert er darauf. Und ich denke, das ist eine Situation, die man eben auch in der politischen Ansprache ermöglichen sollte. Und das ist nicht einfach und verlangt möglicherweise ein Trump-artiges Charisma von jemandem mit anderen Werten. Ein Beispiel dieses Charismas und auch ein Beispiel für die Suche nach einer Sprache, die nicht spaltet oder eint, hat seine Acceptance-Speech, also die Rede nach dem Wahlausgang, gegeben. Und da schauen wir uns jetzt mal kurz einen Einspieler dazu an. Donald Trumps großer Auftritt vor seinen jubelnden Anhängern als gewählter Präsident. In seiner Ansprache gibt er sich versöhnlich. Nichts erinnert in diesem Moment an den Provokateur aus dem Wahlkampf. Es ist nun Zeit für Amerika, die Wunden der Spaltung zu heilen. Allen Republikanern, Demokraten und Unabhängigen im ganzen Land sage ich, es ist an der Zeit für uns, als geeintes Volk zusammenzukommen. Donald Trump tritt tatsächlich präsidial auf. Keine Seitenhiebe, keine Beleidigungen gibt er vor seinen Anhängern von sich, macht aber sehr wohl große Versprechen. Wir haben einen großartigen Plan für unsere Wirtschaft. Wir werden das Wachstum verdoppeln und die stärkste Wirtschaft der Welt haben. Gleichzeitig werden wir gut mit allen Nationen auskommen, die gewillt sind, mit uns auszukommen. Kein Traum ist zu groß für uns, keine Hürde zu hoch. Nichts, was wir uns für unsere Zukunft wünschen, ist unerreichbar. Amerika wird nach nichts weniger als dem Besten streben. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie uns das gewissermaßen als Vorbild empfehlen wollten, aber ganz sicherlich nicht. Es geht einfach darum, dass es gerade wenn man dissoziiert hat, wenn man eben gespaltet hat, dann ist es, denke ich, befreiend, erlösend. Dann hat man den Eindruck, man könnte vieles hinter sich lassen, wenn da von Einigkeit, von Verständigung und eben auch von dem, was man vor sich sieht, als Aufgabe auch der Verfassung und des Amtes spricht. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, dass man Einigkeit betont. Aber das ist doch zugleich auch bei dem Programm, mit dem er angetreten ist, das Problem. Wir können die Unsicherheit, die in der Welt herrscht, denke ich, nur auflösen dadurch, dass wir von vornherein auch an die Einigkeit appellieren, an die Schicksalsgemeinschaft, in der die Menschen insgesamt stehen. Und es geht nicht nur um die Amerikaner. Und dass jemand auftritt, dann eben plötzlich Amerika wieder so verbinden will, aber damit erkennt, dass er ganz bestimmte andere Sprachspiele auch beherrscht, aber in seiner eigenen Politik zunächst mal Stimmen gewonnen hat, indem er gespalten hat. Und das halte ich für ein großes Problem. Wir können das natürlich versuchen, in Wahlkämpfen nüchtern einzuschätzen und sagen, wir wissen, dass was auf den Plakaten steht, muss nicht das sein, was dann später gemacht wird. Aber wenn das so tief geht und wenn solche Gegensätze beschworen werden, dann wird daraus, denke ich, auch für die Zeit danach ein großes Problem. Da kann er tun, was er möchte. Denn er wird nicht gänzlich davon Abstand nehmen können, wie er zu seinen Stimmen gekommen ist. Diese Spaltung der Gesellschaft in 50-50-Anteil, eine stark emotionalisierte Spaltung in Wertefragen, sehen wir ja nicht nur in den USA. Wir sehen sie auch am Beispiel des Brexit. Wir sehen sie in Frankreich. Wir sehen sie teilweise auch in Deutschland an der Flüchtlingskrise. Und da kann man sich natürlich fragen, ist bei solch einer kulturellen Situation, in der Sie ganz stark aufgeladene 50-50-Kontraste haben, Konsens überhaupt noch ein Diskursziel? Ist Konsens dann noch die Sache, die eine Demokratie zusammenhalten kann? Also ich glaube, als in Amerika Lebender, dass in Europa vielleicht zu stark immer auf Konsens gesetzt wird. Also ich denke, wenn ich europäische Politiker diskutieren sehe, denke ich, die diskutieren schon immer so, als seien sie potenzielle Koalitionspartner. Ja, also ein Kollege von uns, Niklas Luhmann, hat mal gesagt, es ist auch eine Tugend an der Funktion von Wahlsituationen, von Wahlkämpfen zu polarisieren. Und ich denke, das ist nicht Trumps persönliches Verdienst, aber das in dieser Wahl und das in Wahlen in Europa im letzten Jahrzehnt oder noch weniger Jahren
bestimmte soziale Bedürfnislagen, bestimmte Ressentiments sichtbar geworden sind, das ist erstmal keine schlechte Situation. Also ich denke, dass es ein Bewusstsein der Probleme dieser sich deklassiert fühlenden Amerikaner gibt, ist bedeutend und man soll das nicht nur, das haben wir ja, glaube ich, alle einleitend gesagt, nicht nur als Bedrohung auffassen. Entschuldigung. Nein, das ist kein Problem, aber ich denke auch, dass es geht um eine Spaltung der Gesellschaft und das Problem ist aber, dass wir sozusagen vorstaatlich eigentlich keine politische Gemeinschaft mehr haben durch diese Spaltung. Ja? Und dieses Building the People nach Tocqueville, das ist das, was wir jetzt erreichen müssen. Ja? Und was auch erreicht werden muss, das heißt nicht Konsens. Das kann heißen, auch im Streit nach den besten Lösungen und den besten Zukunftsperspektiven sich zusammenzusetzen. Natürlich muss es eine Basis geben und bei der vielen Heterogenität geht uns die abhanden. Also, und ich denke, dass es genau darum geht. Ich meine, das ist sozusagen das Henne-Ei-Problem oder Catch-22. Was ist zuerst? Sozusagen die politische Gemeinschaft und dann sozusagen die Normen, die uns zusammenhalten oder wie viel Heterogenität, wie viel Homogenität brauchen wir? Aber ich glaube, dass wir diese Fragen heute stellen müssen. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Und das uns trotz aller Heterogenität eigentlich zusammenhält. Das sind große Fragen. Selbstbewusstsein, dass wir ein politisches System haben, das eben diesen Gegensatz selbst schon zur institutionellen Voraussetzung hat. Also zu einer Demokratie gehört die Opposition, gehört der Streit. Also insofern haben wir ganz bestimmte Einsichten in den Prozess der Politik schon in diesem System, das da jetzt so angefeindet wird, mit berücksichtigt. Und was meines Erachtens ein Problem ist, dass man unter diesen Bedingungen zu wenig sieht, dass neben dem Gegensatz, neben der Opposition auch der Kompromiss eine ganz wesentliche Aufgabe hat. Und das wäre, denke ich, eine Erläuterung, die man, ohne von oben herab zu reden, einfach nochmal geben muss. Und ich möchte noch ein Letztes sagen. Das war eine schöne Formel. Wir haben jetzt vielleicht nur noch den Willen, aber keine Vorstellung. Nur wir können den Willen nicht haben ohne Vorstellung. Und insofern möchte ich, weil mich das wirklich besorgt, doch sagen, dass wir vor allem jetzt angesichts dieses Ergebnisses nicht anfangen, den Universalismus als etwas abgrundtief Unverständliches, so wird es dargestellt jetzt in den Zeitungen, anzusehen. Den brauchen wir gerade unter den gegenwärtigen Bedingungen, aber wir müssen auch deutlich machen, was er für uns gerade auch angesichts seines großen Wandels, der vielen viel abverlangt, darunter verstehen. Darf ich da kurz nachfragen, weil Sie sprachen von Gemeinschaft zunächst, nicht von Gesellschaft. Sie sagten Building the People, der Begriff des Volks. Ist ja da ein ganz wichtiger Begriff und der steht in einem Kontrast zum Universalismus. Ist der Begriff des Volks einer, der diese Bindungskräfte schaffen kann oder sollten wir sehr vorsichtig mit ihm umgehen? Ja, der Begriff ist ja umbenannt worden, als die Mauer gefallen ist. Wir sind das Volk, wir sind ein Volk, wir. Und der Populismus macht ja genau das, sozusagen sich als einzige und alleinige Stimme des Volkes, als homogenes Gebilde suggerieren. Und das ist natürlich komplett antidemokratisch, weil Demokratie immer in Alternativen denkt und einen Pluralismus natürlich zulassen muss, wie Herr Gerhard gesagt hat. Das ist auf jeden Fall richtig. Ob wir jetzt sozusagen uns anheischig machen sollten, das Volk oder die Identität des Volkes nochmal durchzudeklinieren, glaube ich nicht. Aber was wir schon brauchen, ist, genau wie Sie sagen, eine Wiedererstarkung des Universalismus. Aber wir brauchen die Deutung der Normen, die uns am Ende auch zusammenhalten. Und das hat natürlich setzt voraus, dass wir eine politische Gemeinschaft haben, die genau das unternimmt, im gemeinsamen Sprechen. Wir brauchen funktionierende Kommunikation. Ich denke, wir haben es mit Kommunikationsstörungen zu tun. Und ich glaube, es geht nicht darum, nur mit diesen Menschen, die vielleicht weit weg von uns sind, zu sprechen, sondern erstmal zuzuhören. Ihr Kollege Jürgen Wibbeke hat ein wunderbares Buch geschrieben, zu Fuß in einem nervösen Land, wo er versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und genau diese Geschichten erzählt und einfach ihnen ihre Sorgen aufschreibt. Und das ist schon mal ein Schritt gewonnen, weil sie eben auch nicht einfach in Schablonen mit antikapitalistischen Sorgen und Ähnliches zu verkürzen sind. Da ist noch ganz viel mehr und ganz viel Widersprüche, die nicht einfach aufzulösen sind. Aber Herr Gumrecht, das Volk in Amerika, the people, ist das überhaupt erstens eine gute Übersetzung? Und zweitens, ist das nicht ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Selbstbeschreibung? Ja, ich wollte sagen, und das führt mich also in eine nicht polemische, aber erstmal schwer aufzulösende Spannung zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Gerhard, mit dem Universalismus. Ich teile genau diese Meinung und zugleich, denke ich, gehört der Universalismus, dem wir, glaube ich, hier am Tisch, so wie Sie es gemeint haben, alle beistimmen würden,
zu den Problemen. Also man sagt im Englischen, that's a problem of scale. Mhm. Ja, also ich denke, das lässt sich an der EU sehr gut zeigen. Ja, ich glaube, es gäbe keine katalanische Unabhängigkeitsbewegung, wenn es nicht die EU gäbe, weil die EU sozusagen von vielen als Vorstellungsraum nicht ausgefüllt werden kann. Das ist gar keine betonte Differenzierung, sondern das ist zu abstrakt. Und in dieser Hinsicht hat dieses Slogan in der Kombination mit erster Person Plural, we, hat ja nicht gesagt, I will make America great again, we are gonna make America great again. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendigerweise polemisch und gegen den Rest der Welt gesetzt, sondern es ist ein Bezugsrahmen, der zum Beispiel durch bisher nur eine Nationalsprache, ich nehme an, das wird sich im nächsten halben Jahrhundert in der Verfassung ändern, es wird zwei Nationalsprachen geben, aber so eine gewisse Einheitsvorstellung, auch solche Dinge wie vom Coast to Coast, ja, bei aller internen Ausdifferenzierung, und that is something to hold on to. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass, und das steht im Widerspruch zum Universalismus, sondern wenn es möglich wäre, und vielleicht wäre ein Rückgang auf den Foundation Moment, der Gründung der USA, wo we the people, aber we the people steht im Sinne eines Universalismus, denke ich, ja? Also in der Bill of Rights, dass das we, das da verwendet wird, ist das amerikanische Volk, meine ich, als Agent des Universalismus, als Agent universaler Werte. Wenn man auf diesen Moment zurückkommen könnte, dann der ein starkes positives Pathos in den Vereinigten Staaten hat. Das könnte so eine, ich würde sagen, Gemeinschaft, das ist schon wichtig. Genau, Judith Butler hat auch im Buch über Gemeinschaft geschrieben. Genau, ja. Aber We the People hat natürlich eine etwas andere Konnotation als Volksgemeinschaft im Deutschen. Nein, das meine ich deswegen als Antwort. Aber in der Tat geht es eigentlich, um mit Hannah Arendt zu sprechen, um die Nativität, um Neuanfänge. Ja, ja. Ja, also welche Narrative können wir jetzt in Europa auch sozusagen anfangen zu erzählen, die glaubhaft sind. Und in der Tat muss ich Ihnen recht geben. Ich glaube, dass der Konsens und die Alternativlosigkeit auch genau zum Brexit geführt hat, weil sozusagen Business as usual wollte keiner mehr. Hm. Und Brexit war die einzige Möglichkeit, eigentlich seine Stimme zu erheben. Also Brexit und Exit und Voice wurden umgedreht. Die einzige Alternative zum Bestehenden war, auszutreten. Ja. Und ich glaube, diese Offenheit, uns zu erlauben, auch einfach alternative Zukunftsvorstellungen und Narrative zu entwickeln, dahin müssen wir kommen. Und das heißt in der Tat auch für Europa, we the people, möglicherweise the European people mit allen sozusagen pluralistischen Vorstellungen, wie das beinhaltet, zu erzählen. Aber ich glaube, wir sind hier an einem ganz kritischen Punkt, denn der Rechtspopulismus, der sich in Europa stark ausbreitet, man kann Trump in dieses Muster einbinden, man kann ihn ja als Globalisierungsallergie verstehen, ja, als Desorientierung und Allergie gegen die Zumutungen der Globalisierung. Und dann ist die Frage, ist dieses Wie wirklich sinnvoll, als die gesamte Erdenbürgerschaft überhaupt zu fassen politisch, oder ist es nicht doch immer lokal und kulturell angebunden? Das ist es im Ursprung natürlich. Aber wenn wir sehen, wie wir inzwischen auf diesem Globus kommunizieren, wie wir ihn nutzen für den Handel, für den Urlaub und für vieles andere, welche Probleme er uns in der Gesamtheit macht. Ich will jetzt nur die Verschmutzung der Meere angehen. Dann haben wir die großartige Chance, die wir vorher in dieser Form überhaupt nicht hatten, die Gemeinsamkeit von Problemen der Erdbevölkerung zu erfahren. Wir diskutieren über Klimawandel, der alle betrifft. Und insofern, wenn Sie mir widersprochen hätten, dann hätte ich das gar nicht als Widerspruch gewertet, weil es eben so ist, dass wir ganz bestimmte Termini, die uns wichtig sind und die wir verwenden, wie zum Beispiel den des Individuums oder aber auch den der Kommunikation oder aber auch den Gebrauch entsprechender Geräte, die uns heute jetzt weltweit erleben, gar nicht nutzen könnten, gar nicht einsetzen könnten, wenn ich zugleich immer unterstellt wäre, dass sie auf eine Gesamtheit bezogen sind, in der wir uns in irgendeiner Weise befinden. Und das kann natürlich funktional eingeschränkt sein, kann aber gerade, und da finde ich Ihren Hinweis auf die Gründungssituation der Vereinigten Staaten sehr wichtig. Wir haben in Europa auch, denke ich, im Topos der Französischen Revolution, sozusagen Momente der Brüderlichkeit, die eben solche Einheit und Solidarität angezeigt haben.
Das ist meines Erachtens, da bin ich mit Ihnen ganz einig, die Aufgabe, dies verständlich zu machen und eben jetzt nicht durch permanente Belehrung, sondern eben dadurch, dass man zeigt, wie diese Dinge so zusammenhängen, dass auch die eigenen Interessen unmittelbar betroffen sind. Ich wollte mal was sagen zu der Frage global-lokal. Also wir sind im Augenblick dabei, COP22 auszuhandeln in Marrakesch, das ist nach dem Pariser Abkommen. Zum Klima der nächste Schritt. Es wird interessant werden zu sehen, was Trump de facto jetzt wirklich unternimmt. Wenn wir sozusagen keinen globalen Gesellschaftsvertrag hinbekommen und wir sind weit davon entfernt, dann werden wir den Klimawandel nicht aufhalten können. Aber die Frage ist ja, wie übersetze ich diese komplexen Fragen und Normen des Pariser Abkommens in ganz klar verständliche und auch lokal angesiedelte Fragen? Ja, und ich glaube, diese Übersetzungsleistung müssen wir schaffen, nicht nur von der globalen zur nationalen, sondern in die Kommunen hinein. Und das wird natürlich kommen. Die Nachhaltigkeitsziele werden übersetzt in jede Kommune. Es wird darum gehen, beispielsweise in der Lausitz, wo es um Arbeitsplätze einerseits geht und um Dekarbonisierung möglicherweise auf der anderen Seite. Das steht natürlich im Widerspruch. Wie löse ich das auf? Wie kann ich alternative Zukünfte, ein anderes Wirtschaftsmodell überhaupt entwickeln? Das kann ich nur mit den Leuten. Das kann ich nicht über ihre Köpfe hinweg. Ja? Und das heißt, Sie müssen die Vorstellung der Leute ansprechen. Also in der Lausitz nicht von der Verschmutzung des Pazifik reden. Genau. Also bei mir von der Verschmutzung des Pazifik. Ich wohne 10 Meilen vom Pazifik weg und kann mir die Lausitz nur ganz schwer vorstellen. Also das ist genau der Punkt. Ja. Und insofern, das war mir vor dem Beginn unserer Diskussion nicht so klar. Also dieser im amerikanischen Fall oder im französischen Fall, den deutschen Fall gibt es übrigens nicht, das ist ein Problem. Ja? Also diesen Foundational Moment of Democracy, das ist 1948, 1949, als wir geboren wurden ungefähr, aber es gibt sozusagen diesen Mauerfall hätte, so etwas Mauerfall hätte es werden können, ja. Ist es nicht geworden. Aber die Schweiz kennt ähnliche Gründungsmomente. Die Schweiz, ja, also dieser Moment, ja, in dem La Nation in Frankreich, the people, zugleich, und das scheint mir die Chance zu sein, zugleich im Sinn von Scale, von Größe, die Nation ist, aber die Nation versteht sich als Verkörperung, ich sage jetzt bewusst Verkörperung, nicht nur als Repräsentation, als Verkörperung universaler Werte. Das ist sozusagen ein Emblem und ein Rahmen für die Vermittlungsleistung, von der Sie im Konkreten reden. Darf ich nochmal auf die veränderte Kommunikationssituation zurückkommen? Wir wollen ein globales Bewusstsein schaffen. Wir haben eine globale Kommunikationssituation über soziale Netzwerke, über Medien. Wir haben aber auch eine andere Zeitlogik. Sie sagten es schon. Wir haben ja hier einen Präsidenten, der die gesamte Welt per Twitter innerhalb von 2 Sekunden erreicht und einen Resonanzraum schafft, in dem er unmittelbar Rückmeldung erhält. Meine Frage an Sie drei, ist die Zeitlogik dieser neuen Medien vernunftsfördernd im Diskurs oder ist sie vernunftszerstörend? Schwierige Frage, wenn ich das sagen darf. Und zwar deshalb, weil wir... Und das soll jetzt auch nicht von oben herab als Philosophin diese Runde gesagt sein, weil wir Bewusstsein schon gar nicht verstehen, wenn es nicht ursprünglich darauf gerichtet ist, im Prinzip von allen verstanden zu werden. Und insofern, das war meine Formel vor Jahren, dass das Bewusstsein selbst nicht eingeschlossen in unserem Kopf bloß subjektiv ist, sondern selbst schon, ich will es vorsichtig sagen, auf dem Weg in die Öffentlichkeit ist und Öffentlichkeit unterstellt. Das heißt aber, dass es keineswegs ausgeschlossen ist, in einer solchen Runde zu sprechen. Wir können auch gleich noch weitersprechen, wenn das die Kamera wieder aus ist. Man kann natürlich einzelne Einheiten schaffen und damit müssen wir immer rechnen. Der Stammtisch ist sozusagen out, aber es gibt jetzt ganz andere Kommunikationsmedien und da kommt es sehr darauf an, dass wir die selbst nachvollziehbar und öffentlich machen. Das halte ich für ganz außerordentlich wichtig, damit die sich nicht isolieren und verselbstständigen, sondern es muss das Bewusstsein entstehen, dass dies tatsächlich Kommunikationsweisen in einem globalen Zusammenhang sind, der nur unter universalistischer Voraussetzung gegeben sein kann. Also ich denke schon, dass wir es auch mit einem Umbruch des Zeitregimes zu tun haben. Also es gibt ja natürlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Kampagne von Trump hat gezeigt, dass der Präsentismus radikal geworden ist. Nicht nur sozusagen die nächste Umfrage und die nächste Gegenwärtigkeit. Die Gegenwärtigkeit, also die nächste Bilanz, sondern wirklich der Moment. Und sicherlich haben die sozialen Medien diese Schnelligkeit noch verstärkt im Habitus, da bin ich mir ganz sicher. Und das steht natürlich im Widerspruch zu den Komplexität von Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, wo schnelle Lösungen eben auch nicht zu erwarten sind, wo wir Dinge erstmal durchdenken müssen und auch
keine Shortcuts uns erlauben können. Populismus macht ja genau das, Shortcuts im Verhältnis zu Komplexität. Abkürzungen. Ja, Abkürzungen im Verhältnis zu auch Deliberationen in den Parlamenten. Das ist ein mühsames Geschäft, Sie sprachen vorhin von Kompromissen. Durch unsere exekutivlastige Politik und sozusagen Business as usual wird ja genau das ausgehebelt und die Menschen empfinden es als solches. So, dann haben wir auch über den Klimawandel gesprochen. Wir müssen heute langfristige Zukünften bedenken im Jetzt, nicht in Legislaturperioden von 4-5 Jahren. Ja. Wir brauchen ein neues Zeitregime, wo sozusagen auch die Futurisierung von Politik in das System eingebaut werden muss. Das ist eines der Forschungsprojekte am ISS. Ja. Aber ich denke, wir haben es mit einer tektonischen Veränderung des Zeitregimes zu tun. Aber diese Futurisierung ist ja auch immer eine Ermutigung in einer Gesellschaft. Ja? Ja. Das klassisch moderne Bewusstsein, alles könnte anders sein, ich kann aber nichts ändern. Das ist ja auch ein Aspekt dieses Trump-Phänomens. Ich möchte ganz kurz auf diesen Punkt eingehen und dann nochmal auf Herrn Gerner zurückkommen. Ja. Und die Frage, ob es eine schwere Frage ist, diese Gegenwärtigkeit, diese Betonung der Gegenwärtigkeit und Vernunft, ob die in einem Widerspruch steht oder nicht. Also zunächst, was die Zukunft angeht, glaube ich, dass wir in einer problematischen Situation uns befinden, weil die Zukunft, welche parlamentarische Demokratie notwendig voraussetzt, nämlich wie es Kozelek, ein deutscher Geisteswissenschaftler, mal beschrieben hat, Zukunft erscheint seit der Aufklärung als ein offener Horizont von Möglichkeiten, den wir gestalten sollen. Und jede Wahl und jedes Wahlplakat setzt das voraus. Also der berühmte Satz, yes, we can, von Obama, den kann man so interpretieren, das ist immer noch möglich. Wir können immer noch die Zukunft gestalten. Ja. In der zweiten Obama-Kampagne kam dieser Satz nicht mehr vor. Denn ich glaube, dass die Zukunft, mit der wir aufwachen und uns die Zähne putzen, eine Zukunft ist, die besetzt ist von Gefahren, die langsam, aber unvermeidlich auf uns zukommen. Global Warming, Erschöpfung der Rohstoffe, demografische Entwicklung. Ich behaupte gar nicht, dass ich empirisch beurteilen könne, ob das objektiv sei, aber das ist eine Zukunft, in der es immer nur etwas zu retten gibt oder zu verlangsamen gibt. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere, wenn man davon ausgeht, und ich denke, Sie würden das teilen, dass man die Performance, also den Gebrauch von Vernunft mit Argumentation verbindet. Dann bedeutet Argumentation immer, weil A, wenn A, dann auch B, wenn B, dann auch A und so weiter. Und es ist eine narrative Struktur, eine syntaktische Struktur. Und die, meine ich, steht in einer Spannung zu der Gegenwartsbetonung, diesem Präsentismus, können wir jetzt sagen, der durch die elektronischen Medien gefördert wird und der im Zentrum eines Wahlkampfs steht, der auf Resonanz aus ist. Ja? Ich meine, das ist der Punkt. Man hat bei den Trump-Hillary-Diskussionen am Fernsehen gesehen, dass Trump immer für die ersten 20 Minuten war er irgendwie so ein bisschen argumentieren für seine Verhältnisse. Und dann gab es irgendeinen Punkt, in dem es keine Argumente mehr gab. Ja? In dem es keine Argumente mehr gab, sodass ich denke, dass nicht die Vernunft als Prinzip, Trump würde nicht sagen, he's against reason, aber sozusagen die Praxis der Vernunft, die sich im Argument vollzieht, in Kompromissen vollzieht, schon unter Druck steht. Aber Sie haben ja sehr viel auch über Stimmung und den Begriff der Stimmung geschrieben. Mhm. Was auffällt, dass in diesen digitalen Kommunikationsprozessen die Stimmung der Gereiztheit, der Angreifbarkeit und des Angegriffenwerdens sich sehr stark manifestiert. Das sind gereizte Räume. Mhm. Und sind es dann überhaupt Räume, in denen sich das, was öffentliche Vernunft sein soll, manifestieren kann? Also ich denke, dass natürlich die Öffentlichkeit hat sich stark verändert. Nicht nur im Verhältnis zur 60er-Jahren Strukturwandel der Öffentlichkeit, sondern auch in den letzten 10, 20 Jahren. Die sozialen Medien machen ja Folgendes, dass man eben schnell eine Reaktion bekommt, dass man aber auch nur mit seinesgleichen sprechen kann. Das heißt, es gibt eine Zersplitterung, die hochgefährlich ist. Und die ursprünglichen Institutionen, die ja früher sowas wie eine Meinung oder eine Willensbildung überhaupt formiert haben, also natürlich die Parteien, aber auch die Medien, die Kirchen, die Gewerkschaften, haben diese Funktion heute nicht mehr. Die haben aber auch Standards gesetzt. Ja, ich kenne Leute oder habe mit Leuten gesprochen in Europa, nicht in Amerika, die überhaupt keine Zeitung mehr lesen, auch nicht mehr fernschauen, sondern ihre gesamten Informationen nur noch über Facebook erhalten, teilweise von ungeklärten Quellen, wo sie die Fakten herhaben. Ja? Und das ist natürlich hochgefährlich. Ja? Und das heißt, es ist eine Krise derjenigen Institutionen, die sowas wie eine Öffentlichkeit noch zusammengehalten haben.
Und dem müssen wir irgendwie gerecht werden. Es geht nicht nur und aber auch eine Regulierung des Internets, und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und sozusagen politische Vorstellungen, aber auch müssen wir überlegen, wie das zu einer demokratischen Öffentlichkeit überhaupt wieder zusammengeführt werden kann und wer die Standards setzt. Ja? Ja, ich bin weit entfernt, Ihnen zu widersprechen. Ich würde das genauso sehen. Und nur daran erinnern, dass wir uns nicht dadurch schwächen lassen sollten, indem wir diese Probleme als vollständig neu darstellen, sondern viel eher davon ausgehen, dass es gereizte Zeitungsleser, an die kann ich mich sehr erinnern, die dann da auf das Blatt schlugen und sagten, jetzt sagen die wieder dieses. Und also Gereiztheit gibt es dort, wo Gegensätze sind, wo Missverständnisse entstehen, natürlich immer. Jetzt sind sie aktualisiert. Das ist in der Tat ein neues Phänomen. Und für mich ist die Frage, ob es nicht doch gelingen könnte, durch das, was im politischen Prozess bereits unter Begriffen steht, nämlich, dass wir eben nicht nur von Nationen, von Völkern, sondern eben auch von föderalen, von kleineren Einheiten, auch von kommunalen Einheiten sprechen und was eben durch den anderen Begriff der Subsidiarität schon gegeben ist und was viel stärker praktiziert werden muss, eben einbeziehen, dass politisch in Europa ist das, denke ich, eigentlich das zentrale Problem, dass die Einheiten zu groß sind, aber der Zusammenhang in ganzen wichtigen Fragen dann zum Teil eben so umständlich gesucht werden muss, dass er gar nicht mehr zustande kommt oder dann schon wieder vergessen ist, dass wir dies in einer Regulierung der digitalen Kommunikation versuchen, so mit umzusetzen, dass eben diese Ansprache durch die, mit denen man kommuniziert, wieder möglich wird. Ich weiß, dass das jetzt geradezu fantastisch klingt, aber wenn wir das nicht versuchen, dann denke ich, gibt es diese autoritative Öffentlichkeit, die sozusagen die Öffentlichkeit der Vernunft war, dann gibt es sie mit Sicherheit nicht mehr. Sie wollten dazu gleich was sagen. Ja, also wir sprechen ja nicht ausschließlich für ein Schweizer Publikum, aber doch großenteils für ein Schweizer Publikum. Und ich denke, dass ich bin nicht der Einzige, der Meinung ist. Es gibt eine Reihe interessanter parallelen Ähnlichkeiten zwischen der Schweizer Struktur der Demokratie und der Struktur der Demokratie in den Vereinigten Staaten, die beide zu den ältesten Demokratien, das muss man doch aber als Amerikaner in dieser traurigen momentanen Situation sagen. Was ich meine ist jetzt, dass es eine Tradition des Lokalen gibt, ja. Wenn ich gefragt werde, wo wohne ich, dann sage ich oft, ich wohne in Santa Clara County und dann in California und auch noch in the United States of America. Ja? Es ist jetzt, habe ich per E-Mail, ich war in Europa in dieser Wahlwoche, wahrgenommen, ich bin zu allem an einer Reihe von Town Hall Meetings eingeladen. Ja, das ist eine ganz alte demokratische Institution. Man trifft sich und es sollen sich eigentlich alle treffen, nicht nur die Wähler von Hillary Clinton oder die Wähler von Trump. Raus aus der Blase. Und soll sozusagen die Situation analysieren. Das sind 300 Leute oder so. Das ist nicht mal Palo Alto, die Gemeinde, wo ich wohne, wo 66.000 Einwohner sind. Das erinnert mich an die Schweiz, das erinnert mich an bestimmte Befragungen und das könnte auch so eine Chance sein, denn diese Struktur, es gibt dann so Debate Clubs in den USA, ja? Das sind Strukturen, die schon immer das Pathos des Gründungsmoments haben. Wir erinnern an diese glückliche, das ist auch, die 50er Jahre sind sicher dominant, aber in einer vagen Weise ist natürlich auch der Foundational Moment. Also 1774, America was very great. Frau Neins, das sind ja genau die Formate, wenn ich es richtig verstehe, über Bürgerdialoge, die Sie auch vorschlagen als eines der Heilmittel für die gegenwärtige Situation. Das ist sicherlich kein Heilmittel für jetzt den schwarzen Mittwoch, den wir jetzt irgendwie gerade überlebt haben. Aber ich denke schon, dass es da eine große Tradition gibt, auch von USA, Townhall-Meetings, Bürgerdialoge. Die Frage ist, was da genau passiert und warum Sie diesen Reiz haben für Bürger. Sie hatten vorher von der Öffentlichkeit gesprochen. Ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied heute zu früher. Die Gereiztheit gab es auch vorher. Aber die selbstwirksame Erfahrung von Usern gab es früher nicht. Also ich hatte mit Schirmacher eine Diskussion, wo er mir sagte, wenn ich einen Artikel über ACTA schreibe, das war die Möglichkeit, sozusagen Datenpolitik auch zu betreiben auf europäischer Ebene, habe ich innerhalb von 3 Stunden einen Shitstorm von irgendwie 200.000 Kommentaren. Das ist schon ein großer Unterschied zu früher. Ja? Und das heißt aber auch, dass sowohl das Internet als auch die generelle
sozusagen Erhöhung der Bildung im Durchschnitt. Natürlich gibt es diejenigen, die abgehängt sind, aber im Durchschnitt die generelle Erhöhung der Bildung dazu geführt hat, dass die Bürger eine unglaubliche Beteiligungserwartung haben und auch jetzt der Ruf nach den ganzen direktdemokratischen Abstimmungen in Deutschland, genau, führt ja, zeigt das ja auch. Die Frage ist, wie kann man diese Bereitschaft, sich zu engagieren, auch gerade auf lokaler Ebene, und da macht es ja am meisten Sinn, wie ich auch vorhin sagte, wie kann man globale Herausforderungen in der lokalen Gemeinde sozusagen übersetzen und welche Herausforderungen gibt es da vor Ort? Das muss genau in diesen Art von Gremien auch, sollte meines Erachtens gemacht werden, wo man eben auch eine Zukunftsperspektive beispielsweise in Zukunft treten. Das ist eine Idee, die ich mit Klaus Leggevi entwickelt habe, wo man eben Zukunftsfragen übersetzt in ein Gremium von Bürgern, die kontinuierlich an diesen Fragen arbeitet, als Ideengeber der Gemeinderäte. Das ist keine Aushebelung der repräsentativen Demokratie. Also ich nehme auch wahr, das Angesicht von Angesicht hat auch eine ganz andere Funktion für die Demokratie als dieses digitale Sprechen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben jetzt noch eine Minute und wir haben einen Gast, der morgen zurück nach Amerika fliegen darf, vielleicht auch muss. Wie ist Ihr Gefühl jetzt in dieser Rückkehr in dieses Land und auch die Frage, sind Sie in der Lage zu sagen, Donald Trump ist mein Präsident? Es ist auch mein Präsident? Ja, ich werde es sagen und werde erklären, wie ich das meine. Ich meine das im Sinn einer Anerkennung eines Rahmens der Konstitution, die meine ich, und das, ich bin auch nicht der Einzige, der das meint, eine der ganz großen Konstitutionen, also Verfassung der Weltgeschichte ist, das Modell auch zum Beispiel für die deutsche Verfassung. Und ich denke, wenn ich sagen würde, auf die Frage hin, das ist nicht mein Präsident, würde das zuerst bedeuten, ich erkenne die Verfassung nicht an. Ja, insofern werde ich dahin reisen und ich bin etwas optimistisch, weil ich diese Einladung per E-Mail paradoxalerweise zu Townhall-Meetings nicht erwartet hätte. Und meine Hoffnung ist, dass nach dieser Wahl die deklassierten Leute plötzlich stolz zu den Townhall-Meetings kommen. Gut. Ob das der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber es könnte der Fall sein. Also, wir sehen Optimismus, wir sehen Hoffnung im Gespräch. Ich hoffe, wir konnten etwas davon heute verkörpern, denn wir suchen ja alle noch nach Gedanken und Orientierung in dieser Zeit. Herzlichen Dank, Frau Nanz. Herzlichen Dank, Herr Gumbrecht. Herzlichen Dank, Herr Gerhard, dass Sie heute hier waren. Nächste Woche sprechen wir über den Krisenherr Türkei, unter anderem mit der türkischen Bestsellerautorin Elif Shafak. Sie wurde 2006 wegen Ehrverletzung des Türkentums angeklagt, lässt sich aber nicht einschüchtern. Jetzt gleich kommt erstmal alles zu einem guten Ende. Wenn auch im letzten Moment, der Film Song of Lahore zeigt mutige pakistanische Musiker, die trotz Musikverbot im Versteckten weiterspielen und dann mit Dave Brubecks Take 5 die Welt erobern. Eine beeindruckende und wahre Geschichte. Hören Sie zu und auf Wiedersehen.